herzlich willkommen zum Thema exotische Pflanzen und andere vermehren und wie es weitergeht. Mittlerweile haben wir ja in dieser Serie ja schon alles Mögliche mit reingenommen. Selbst die Anzucht von Bonsai ist da mittlerweile mit drin. Aber ich denke mal, das ist für den einen oder anderen dann auch interessant, etwas darüber zu erfahren. Vielleicht kannte er bisher Bonsai noch gar nicht. Und in dieser Serie werden wir so nach und nach im Prinzip euch oder dich an das Thema heranführen. Wir hatten vor kurzem, das war vor etwa dreieinhalb Wochen, ganz genau weiß ich jetzt gerade nicht, die Kiwi hier als Bonsai vorbereitet, also ausgegraben im Prinzip, die Wurzeln geschnitten und der auch den Trieb ein bisschen zurückgeschnitten, die Blätter beziehungsweise, und das Ganze auf einer Folie eingepflanzt, damit die Wurzeln flach wachsen. Dann haben wir das Ganze in eine Tüte gestellt, in eine solche Tüte, damit hier drin eine hohe Luftfeuchtigkeit ist. Allerdings hatte ich die bereits nach 2-3 Tagen geöffnet, also nicht mehr geschlossen oben. Ansonsten war sie anfangs geschlossen, damit eine hohe Luftfeuchtigkeit drin ist. Als ich sah, dass das Ganze anfing zu wachsen, habe ich die Tüte dann offen gelassen und es hat funktioniert. Ja, die Kiwi ist am Wachsen und auch die Sherry Moya, die hat man ja auch aus der Erde herausgenommen, auch die Wurzeln zurückgeschnitten und die Pflanze selber auch zurückgeschnitten. Die ist wunderschön wieder ausgetrieben. Standen beide heute zusammen, bis heute zusammen in dieser Tüte und jetzt lasse ich sie aus der Tüte raus. Die stehen jetzt im Badezimmer, wo es etwas feuchter ist, zwischendurch zumindest mal, und auch nicht ganz so warm. Und Licht bekommen sie, Sonne bekommen sie morgens für etwa 1-2 Stunden und dort können sie sich jetzt weiterentwickeln. Auf jeden Fall interessant zu sehen, gerade bei der Sherry Moya, dass sie diesen radikalen Rückschritt verkraftet hat, und auch bei der Kiwi, dass die jetzt weiter wächst. Ja. Dann haben wir noch jetzt etwas gemacht, was ich angesprochen hatte, und zwar Samen in einem ewigen Terrarium zum Keimen bringen, insbesondere Samen, die sich schwer tun. Wir hatten die Flaschenbaumsamen, war glaube ich Flaschenbaum, der erste ist mir kaputt gegangen, dann hatten wir einen Keimling gehabt, rausgeholt, eingepflanzt, ist auch kaputt gegangen. Die anderen, ich habe sie jetzt erstmal im Wasser liegen gelassen, die angeraut waren, sind aufgequollen. Ich lasse da auch jetzt einfach drin liegen, um zu gucken, ob sie im Wasser vielleicht keimen. Und einen Samen hatten wir nicht angeschliffen und der ist immer noch im Wasser drin, so wie er vorher war. Er ist noch nicht aufgequollen, auch den lasse ich da noch drin liegen, einfach um zu gucken, was passiert. So, und nun habe ich jetzt hier 2 Samen reingepackt in dieses ewige Terrarium. Einen habe ich angeritzt, ganz vorsichtig mit Schleifpapier, und den anderen nicht. Wir haben sie beide hier auf Moos gelegt. Unterhalb haben wir hier Ceramis, diese Orchideenerde, also Tongranulat mit Rindenmulch von der Pinie, haben wir hier unten als Grundlage rein, darauf Moos, und darauf habe ich die beiden Samen gelegt, um zu gucken, was passiert. Im Moment ist noch nicht viel zu sehen, von daher zeige ich das jetzt auch noch nicht. Ich wollte es nur kurz angesprochen haben, dass ich das jetzt gemacht habe, und gegebenenfalls gucken wir, was da drin passiert. Ob es schimmelt oder nicht, ich gehe nicht davon aus, aber wie gesagt, das ist interessant zu beobachten, von daher haben wir das jetzt schon mal gemacht, vorab, um das zu zeigen. Ja. Was werden wir heute machen? Ich weiß es noch nicht ganz genau, ehrlich gesagt. Ich mache jetzt gleich mal eine kurze Pause, einen Rundgang auf gut Deutsch gesagt, und dann gucke ich mal, was ich so Interessantes noch finde. Und vorab zeige ich euch jetzt mal ganz kurz die beiden hier in etwas näher. Das ist die Sherry Moya. Hier sieht man sehr schön, dass sie also 2 Austriebe hat. Einmal hier und einmal hier. Hier hatten wir sie damals zurückgeschnitten und dann eingepflanzt hier in diesen Topf. Und wenn sich hier mal Schimmel bilden sollte, ist das nicht so tragisch. Einfach die ganze Oberfläche ein bisschen aufrauen und dann verschwindet das von ganz alleine. Also darauf achten, dass das hier nicht immer pitschenass ist, und dann hat man auch keine Probleme mit Schimmel. Ja, also sie hat sich wirklich prächtig entwickelt, habe ich nicht mit gerechnet damals. Es war ja ein Versuch, um zu gucken, ob die Sherry Moya sowas ab kann, solche radikale Maßnahmen. Aber wir sehen, es funktioniert wunderbar. Die Sherry Moya. So, dann haben wir jetzt hier die Kiwi. Ich hoffe, das bleibt jetzt scharf gestellt hier. Auch die ist prächtig gewachsen, kräftig, auch richtig große Blätter bekommen jetzt. Die beiden hier oben, die sind neu, also die dunkelgrün, die sind jetzt neu. Ja, interessant, auch bei der Kiwi, dass man die sich als Bonsai zumindest vorbereiten kann. Wie das Ganze dann später mal als richtiger Bonsai aussieht, weiß ich jetzt noch nicht, ehrlich gesagt. Ich lasse das Ganze jetzt erstmal wachsen, damit die Wurzeln Kraft tanken können und dementsprechend sich auch kräftig entwickeln. Das ist ganz, ganz wichtig. Also können jetzt hier nicht die Blätter einkürzen oder wegschneiden oder den Trieb jetzt nochmal einkürzen. Könnte man ja sagen, ach komm, ich mache jetzt ein bisschen kleiner, weil sollen ja Bonsai werden. Nein, damit warten wir noch, denn die Wurzeln, die müssen sich hier unten richtig in der Erde etablieren erst. Und dann können wir den weiteren Schritt einleiten, um aus dieser Kiwi dann später auch tatsächlich einen Bonsai zu machen. Und das ist natürlich nur ein Weg, es gibt viele Wege, sich einen Bonsai heranzuziehen.
Zur Vervollständigung zeige ich dann doch mal kurz das ewige Terrarium. Also man kann hier unten das Substrat erkennen. Und darauf haben wir dann Moos gelegt. Das Moos war trocken. Ich habe das eigentlich immer trocken, weil dann hat man ja auch nicht so viel Zeug da drin, was man nicht drin haben möchte. Man kann das Moos auch lange Zeit lagern. Und das wird dann, wenn man es feucht macht, wird wieder lebendig, auf gut Deutsch gesagt. Ja, hier liegen jetzt die beiden Samen drinnen. Ich werde das Gefäß jetzt nicht aufmachen, aber ich denke, man kann es ganz gut erkennen. Der rechte Samen, also der hier, der fängt unten unterhalb an, sich von der Schale zu lösen, und das ist dort, wo ich ihn angeraut habe, und der linke Samen, den habe ich einfach so dort hineingelegt. Ja, und dann lassen wir uns jetzt mal überraschen, wie das Ganze sich hier drin entwickelt. Ich wollte es erst aufmachen, um reinzugucken, aber wir machen es nicht, auf einen ganz einfachen Grund, um zu verhindern, dass hier Schimmelsporen hereinkommen. Von daher lassen wir das Gefäß geschlossen, so lange, bis sich irgendwas tut, und gegebenenfalls können wir es dann öffnen, um die Samen herauszuholen, wenn sie denn gekeimt sind oder halt kaputt gegangen sind. Kommen wir jetzt zu der Craneberry. Die hatten wir vor circa 3 Wochen, war das ungefähr, zurückgeschnitten, Stecklinge von gemacht, und ja, da hat sich jetzt mittlerweile was getan. Ich habe da jeden Tag nach geguckt, und in der Regel gucke ich mal unter diese Schale, ob sich dort Wurzeln bilden oder nicht. Man sieht da aber gar nichts. Und jetzt habe ich vorhin mal genauer geguckt, auch in die Kiste hier rein. Es tut sich was. Ja, die wachsen, wie soll man sagen, die haben ganz, ganz dünne kleine Wurzeln. Von daher kann man in dem Substrat selber unten nicht sehen. Also das sind sehr, sehr feine Wurzeln, auch keine hellen Wurzeln. Von daher ist das ein bisschen schwierig, das zu beobachten, aber jetzt habe ich es gesehen, von daher zeige ich euch das gleich. Und die Mutterpflanze, die ist also wunderschön nachgewachsen, steht draußen in der Sonne. So, man kann sehen, innerhalb von 3 Wochen ist sie also wirklich wunderschön ausgetrieben. Steht, wie gesagt, in voller Sonne. Die Kiste, die bekommt Sonne, ja, allerdings nur abends etwa für 2 Stunden ungefähr im Moment. Je nachdem, wie das Wurzelwachstum jetzt weitergeht, kommt es dann demnächst auch länger, beziehungsweise kommen die Stecklinge dann länger in die Sonne. Aber im Moment noch ein bisschen weniger, damit sie uns nicht ganz zu heiß werden hier drin in der Kiste. Das wäre dann nicht optimal. Ja, ich würde sagen, ich schaue uns kurz mal die Stecklinge jetzt von der Craneberry an. Hier können wir jetzt sehr schön die Wurzelentwicklung sehen. Also das sind ganz, ganz feine, dünne Wurzeln. Das hier ist übrigens ein Chili-Steckling. Und auch hier bei den anderen Stecklingen kann man das also überall sehr schön sehen. Auch das ist ein Chili-Steckling. Das andere war ein Craneberry. Und auch hier sieht man das sehr schön. Also die Wurzeln entwickeln sich wirklich überall. Und hier durch die gespannte hohe Luftfeuchtigkeit entwickeln sich die Wurzeln dann eben auch halt oberhalb. Ja, hätte ich jetzt nicht gedacht. Habe ich heute Morgen gesehen. Weil, wie gesagt, ich gucke jeden Tag danach. Und heute Morgen, ja, fängt der Urwald an zu wachsen. Die Craneberry. Die Craneberry. Hier nochmal die Mutterpflanze. Also man kann sehr schön sehen, wie die Triebe jetzt neu gewachsen sind hier. Also sind wirklich sehr, sehr schön. Werden natürlich auch gut feucht gehalten. Also die bekommt dann ausreichend Wasser, denn sie steht ja, wie gesagt, in voller Sonne. Und von daher, gerade jetzt bei den hohen Temperaturen, darf sie dann dementsprechend auch Wasser bekommen. Wird natürlich auch regelmäßig gedüngt. Tja, dann können wir uns nächstes Jahr neue Stecklinge von machen oder als Pflanze wachsen lassen, je nachdem, wie die anderen Stecklinge sich dann jetzt entwickeln im Laufe des Winters. Müssen wir gucken, wie wir die überwintern. Und wie geht es weiter mit den anderen Pflanzen? Hier haben wir jetzt noch 1, 2, 3. Das hier ist die Kaffeepflanze, die wir umgetopft hatten. Ich versuche das jetzt mal so drauf zu kriegen, ich glaube, es geht ganz gut. Die steht in voller Sonne den ganzen Tag. Man soll es kaum glauben, auch jetzt bei den über 30 Grad, die wir haben, die steht in voller Sonne und es macht ihr überhaupt nichts aus. Im Gegenteil, sie hat wunderbar kräftig grüne, glänzende Blätter. Also das ist echt der Wahnsinn, was die Kaffeepflanzen abkönnen. Andere Pflanzen gehen dann sofort hops bei dieser Hitze. Und die steht tatsächlich in voller Sonne. Ich wollte es einfach nur wissen, ob es geht, und es funktioniert. Also Kaffeepflanzen brauchen richtig, richtig viel Licht und Sonne. Ja, dann haben wir noch 2 Chilis. Das eine ist diese hier. Die haben wir ja im Wasser versucht zu bewurzeln. Wurzeln hatten sich nicht wirklich viel gebildet, aber jede Menge Kallus. Und dann haben wir das Ganze einfach so eingepflanzt. Das habe ich euch damals auch gezeigt. Und ja, mittlerweile ist sie richtig schön am Wachsen. Die stand jetzt auch bis vor kurzem noch in der Tüte. Also eigentlich bis heute, auf gut Deutsch gesagt. Ja, bis heute. Und jetzt lasse ich es raus aus der Tüte. Jetzt steht sie unter dem Zusatzlicht. Moment, man kann natürlich das Ganze auch ans Fenster stellen. Aber Sonne würde ich jetzt bei der Chili noch nicht empfehlen. Denn das Wurzelwachstum muss doch erst ein bisschen kräftiger sein. Bei den Chilis, die sind ein bisschen empfehlen.
empfindlicher, von daher nicht in voller Sonne stellen wie bei der Kaffeepflanze jetzt, wo es möglich ist. Da warten wir noch mit, aber viel, viel Licht auf jeden Fall. Auch diese Chili hier, das wird ein Bonsai, wir versuchen es zumindest. Bis gestern hatte ich ja noch die Abdeckung drauf, hier war ein Plastikpott drüber gestellt, den habe ich jetzt leider an die Seite gestellt. Den lassen wir jetzt ab, die Pflanze steht jetzt offen, das Wurzelwachstum ist schon da, das haben wir auch schon gesehen. Ich versuche gleich nochmal eine kurze Nahaufnahme zu machen und auch das Blattwachstum hat angefangen. Allerdings, dadurch, dass das unter ständiger hoher Luftfeuchtigkeit war, fingen die Blätter an ein bisschen zu kümmern und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt lassen wir doch mal Luft dran, damit das Ganze als Pflanze wachsen kann und nicht als Unterwasserpflanze auf gut Deutsch gesagt. So, auf gut Deutsch gesagt, jetzt wiederhole ich mich schon wieder ständig mit einem neuen Satz, beziehungsweise Spruch. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns die beiden Chilis nochmal kurz in Nahaufnahme an. Bei der Kaffeepflanze, denke ich mal, hat man es gerade sehr gut erkannt. Ja, interessant, interessant. Achso, Mr. Kraft, Chilis überwintern, möglich. Auf jeden Fall. Wenn ihr Chilis jetzt im Garten gepflanzt habt, dann holt sie vor dem Frost auf jeden Fall raus aus dem Boden, pflanzt sie in einen Topf und dann könnt ihr sie drinnen hell und kühl überwintern. Also praktisch wären dann so um die 10 Grad, vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht auch ein bisschen mehr. Man muss aufpassen, wenn man nicht ausreichend Licht hat, also kein Zusatzlicht hat, dann dürfen sie nicht warm im Zimmer stehen, denn dann fangen die an zu schießen ohne Ende. Wobei das dann auch möglich ist, man muss dann halt zwischendurch mal zurückschneiden, wie ich das bei der Physalis auch schon mal gesagt hatte, wachsen lassen, das Ganze wieder ein bisschen zurücknehmen. Man hat natürlich keine schönen Pflanzen dann, sondern das Ganze wird dann erst wieder schön, wenn man es im Frühjahr nach draußen stellt. Dann können die Chilis wieder von neu anfangen, richtig kräftig zu wachsen, das funktioniert. Oder man nimmt sich eben zusätzlich zur Hilfe und dann dementsprechend auch warme Temperaturen, also Zimmertemperaturen. Und dann können die Chilis tatsächlich weiter blühen und auch weiter tragen im Zimmer. Das funktioniert also wunderbar. Frost können sie natürlich nicht ab, also draußen überwintern funktioniert auf keinen Fall. Kühl geht und dann sollte man sie, wie gesagt, mit viel Licht halt füttern, wenn es irgendwie möglich ist. Umso besser wachsen die Pflanzen dann drin. Es ist aber trotz alledem auch möglich, auch wenn man kein Zusatzlicht hat, ein helles Fenster zu wählen und dann halt dementsprechend zwischendurch mal einzugreifen. Wie gesagt, die schießen natürlich wesentlich mehr, weil die Tage kürzer sind, also nicht so, die Pflanzen nicht so viel Licht bekommen. So, jetzt rede ich schon wieder viel zu viel. Wir schauen uns die Chilis jetzt einfach mal an. Wir hatten die Chili angebunden hier, damit sie uns nicht umfällt. Allerdings habe ich gerade etwas gesehen. Das schauen wir uns gleich kurz an. Ja, so sieht die Chili jetzt rundherum aus. Also man sieht, das Wachstum ist da, noch nicht sehr stark, aber es beginnt. Und wir hatten damals ja schon mal eine Nahaufnahme gemacht von den Wurzeln hier unten. Ich glaube, das sieht man. Dort entwickeln sich also auch hier durch die hohe Luftfeuchtigkeit am Wurzeln unten an der Basis hier. Die werden jetzt wahrscheinlich dann demnächst eintrocknen, da das Ganze jetzt unter normaler Luft steht. So, ich versuche das mal eben drauf zu kriegen. Wo war das denn? Muss ich selber mal gerade in die Linse gucken hier. Ah, da. Dort unten kommt eine kleine Wurzel aus dem Topf heraus. Das heißt im Klartext, die Pflanze hat bereits Wurzeln bis nach unten hin. Dann können wir jetzt auch die Stütze einfach mal abmachen. Die brauchen wir dann jetzt nicht mehr. Die hat mir wirklich nur reingesteckt, damit uns der Stecken hier nicht abfällt, umfällt, abkippt, wie auch immer. Ja, ich würde sagen, das Projekt ist gelungen. Bonsai, Chili, es geht weiter. Lalalalalala, juppaidi und juppaida. Kommen wir jetzt zu dem anderen Steckling, den wir im Wasser versucht haben zu bewurzeln. Hat nicht hundertprozentig funktioniert und daher hatten wir ihn hier einfach mal eingepflanzt, nachdem er Kallus gebildet hatte. Und man kann sogar schon eine Blütenknospe erkennen hier vorne. Eine ganz kleine Knospe ist dort. Also bin ich jetzt echt mal gespannt. Das Interessante ist vor allem bei diesem Steckling, man hat keinen langen Hals wie normalerweise. Also kann man sich dann interessantere Bonsai heranziehen, als wenn die Chilis normal gewachsen sind. Dann haben sie alle einen langen Hals, auf gut Deutsch gesagt. Also das sieht dann nicht so interessant aus. Wenn man sich solche Stecklinge macht, kann das Ganze durchaus wesentlich interessanter werden. Ja, und die Stecklinge, die jetzt noch im Wasser waren, habe ich nicht weggeschmissen. Ich versuche das jetzt mal hier so auf den Schirm zu kriegen. Nehmen wir den einfach mal runter hier und halten den hier hin. Beziehungsweise die. Ja, man sieht schon an der Farbe, also das ist natürlich ohne Nährstoffe, ne, ist das Ganze dann nicht der Hit. Aber sie sind nicht tot, die kümmern natürlich. Aber, Moment, ich versuche das jetzt mal so zu machen, ob wir das so hinkriegen. Ja, glaube doch, doch. So, jetzt zieht er den schon hier mit raus. Also auch die haben jetzt mittlerweile Wurzeln gebildet. Der nicht, der hat nur Kallus. Aber wir wissen jetzt, den können wir so tatsächlich einpflanzen, das funktioniert.
Und dann haben wir den hier und der hat tatsächlich Wurzeln. Ja, also der eine Steckling macht Wurzeln, der andere nicht. Also, tja, ist wie bei anderen Sachen, manches geht, manches geht nicht. Natürlich sind die Pflanzen jetzt total verkümmert, weil sie keine Nährstoffe bekommen haben. Man kann sie aber jetzt einpflanzen und dann hat man tatsächlich neue Pflanzen. So, wenn wir schon dabei sind, holen wir uns den Großen auch mal eben draus. Der ist eigentlich viel interessanter. Sieht man jetzt gerade nicht so viel von, aber auch der hat tatsächlich Wurzeln gemacht hier. Den kann man sehr gut sehen. Und das war dieser Riesensteckling. Lol. Ja, der ist wirklich riesig. Und man sieht, auch der ist tatsächlich noch grün. Das war, glaube ich, die Pfefferserrano. Das war die Pfefferserrano. Die habe ich eingekürzt. Und dann wollte ich einfach mal gucken, was passiert, wenn man diesen langen Steckling einfach ins Wasser stellt. Also er hat tatsächlich Wurzeln gemacht. Eine richtig interessante Sache. Ja, ob ich die noch einpflanze, weiß ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Das ist alles nur Versuch und Test, um zu gucken, was geht oder nicht geht. Auf jeden Fall interessant. Das mit dem Chili-Bonsai, das ist wirklich eine coole Sache. Wir wollten ja wissen, ob das funktioniert oder nicht. Kann man sich eine Topfpflanze oder eine fertige Chili auseinanderrupfen und sie vorbereiten zu einem Bonsai? Wir sehen, es ist möglich. Das ist jetzt ungefähr 3 Wochen, glaube ich, her. Chili-Bonsai, da haben wir auch einen Film zu gemacht, wie wir das gemacht haben, ganz genau. Und ja, wir sehen, es hat wunderbar funktioniert. Und ja, man kann sich tatsächlich aus Chilis, also aus kräftigeren Pflanzen, auch kleine Bonsai heranziehen. Das ist wirklich eine interessante Sache. Irgendwann werde ich auch mal eine große Pflanze nehmen, also eine richtig große Pflanze, und die mal richtig Harakiri, Schnickschnack, alles ab und mal gucken, ob das dann auch funktioniert. Das interessiert mich nämlich jetzt brennend. Vielleicht mache ich das auch schon im nächsten Film. Mal gucken. Denn das interessiert mich jetzt richtig brennend. Können wir aus was ganz Großem was ganz Kleines machen? Ha. Spannend, spannend, spannend. Vor allen Dingen das mit diesem Riesensteckling, also dass man den im Wasser bewurzeln kann. Jetzt wäre es natürlich noch interessant zu erfahren, kann man solche große Stecklinge auch in der Erde bewurzeln? Vielleicht könnt ihr da selber mal Tests zu machen. Alles kann ich dann auf einmal nicht machen, aber nach und nach immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ja, das war's auch für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns in einem der nächsten Filme mal wieder. In dem Sinne, euer Detlef Römisch. Ihr könnt natürlich auch die älteren Filme gucken. Wir sind bald an die 1000 Filme. Das dauert nicht mehr lange. Ich glaube, das ist heute 950. Ja, so kann es gehen. Jahr für Jahr entwickelt sich alles langsam Schritt für Schritt weiter. Und umso mehr Interesse besteht, umso mehr Spaß habe ich auch am Film. Von daher ganz, ganz lieben Dank an euch als Zuschauer, Fans, Freunde und so weiter. So, bis denn. Ciao, ciao. Das ist auch